Mario? Sag mal bitte, wo wir hier sind. Wir können mal Toni. Also erstmal hallo. Ja. Ja, wo sind wir hier? Leute, erzählt mal. Also hier, Toni Vogel, wer noch nicht kennt. Wir sind jetzt gerade in der Sonnenstadt, wo immer die Sonne scheint und hier auf so einer kleinen Baustelle eben. Hier habt ihr die geilen Corrado-Bilder gesehen. Hier wurde der Corrado gebaut, genau hier auf dem Platz. Hier gibt es kein Dach mehr. Das war früher Toni seine Schrauberhalle, wo ich mit dabei war hier. Hier sind die Hebebühne, ja, ich kann mich erinnern. Genau hier, da die zwei Löcher. Das war noch Zeit. Und alles voller Teile. Tatsächlich, ja. Das, ist das, hier war, der, das war der Lichtschalterkasten hier vorne. Also mehr so ein trauriges Video eigentlich. Ja. Ist irgendwo noch eine Flasche verbuddelt, wo wir nochmal gebaut haben und den Pino aufgebaut haben. Ja. Jetzt. Ja. So, sag mal kurz was zu dem Ort. Das war früher so der Stützpunkt, wo Toni und der ganze Derbe-Kassim-Stützpunkt, wo früher alle geschraubt haben. Und das war eigentlich immer, war eine geile Zeit hier. Von welchem Jahr reden wir da ungefähr? Die letzten 10 Jahre. 2010, 2012. Ja, letzten 10 Jahre, hier war die Post los. Hier waren immer umgebaute Autos auf dem Hof. Hier Sagen wir mal bis 2017 oder 2015 oder 16. Nee, bis 2017 war es schon, würde ich sagen. Ja, ist das 2016? Das, nee, war es nicht länger her. Wo wir hier geschraubt haben? Nee, da waren wir ja in Coswig. Ja, ich sag ja. Dann 2014 bis 2014. Ach, stimmt. 2005 bis 2015, mal behaupten. Und hier sind welche Autos alle entstanden oder an welchen Autos wurde hier geschraubt? Erst 4 von Toni, Corrado von mir. Warte, nicht nur erst 4 von Toni, sondern auch Golf 4 von Toni. Vielleicht haben wir noch krasse Bilder. Genau, ja, dann also hier der Golf 2, der V6 Turbo, der grüne. Dann hatte Toni noch einen roten S3. Den S3, Audi A4, ja, Haufen Autos. Hier sind so viele Autos entstanden. Ja, das war krass. Übel, ey. Und unter anderem steht jetzt hier, was für ein Auto? Ja, R4 B5. R4 B5 von Toni und eine alte Legende, wo man jetzt lang geht, wollen wir die mal zeigen, aber das wird krass. Also hier geht es um Mario eigentlich. Man wird denken, es geht um uns, aber die meisten, also ich denke, dass viele Leute auf dieses Video warten und mal gucken. Was war jetzt? Ich bin seit 3 Jahren mal wieder hier. Ja. Steht jetzt 3 Jahre hier sogar, aber länger. Hast du die Taschenbücher mit? Ich glaube mehr sogar, 4. 4 Jahre, 4 Jahre und ich habe es 4 Jahre nie gesehen. Ja. Ich hoffe, irgendjemand hat eine Rolle TV mit. Ja. Das wird krass jetzt auf jeden Fall. Irgendwas Episches mit so einem alten Rolli. Es sind ja auch Leute dabei, die mich noch nie so lange kennen oder uns. Guck mal, selbst die Karre hat seit Jahren keiner mehr gesehen, die ist frisch lackiert und ich steuere nur am Geld für Turbo, wenn man nur saufen geht. Die geht gar kein Licht mehr an. Naja gut, ich will es auch nicht, was hier abgeht. Ja gut. Was? Ja. Aber natürlich steht unter anderem auch die Legende hier, ne? Das ist aus. Warum lange ich da noch? Was? Ach, Scheiße. Dieser scheiß Staub, das habe ich ja noch nie gesehen. Hier, stopp, ich hab's! Dieses Auto ist hier entstanden und war früher, ganz, ganz früher, eine Legende von Toni. Da war sogar eine Lavasäule hinten drin. Achtung, ich schwenk mal hier rüber zum eigentlichen Hauptthema. What the hell? Wer kennt's noch? Rotes Carbon. Mario steckt schon drin in der Kiste. Alle Eintragungen. Toni, was hast du da so? Ja, krass. Guck mal hier, die 48er waren auf der Kamera. Wie lange warst du jetzt nicht hier, Mario? 4 Jahre. 4 Jahre hast du das Auto nicht gesehen? Auto nie gesehen, ja. Viele denken, ihr habt es verkauft, aber wir haben es einfach bei Toni eingelagert. Krass. Ich sag mal so, das war's eigentlich schon, wir können euch jetzt verkünden, die Karre kommt wieder. Wörthersee 221. Wir sind am Start. So eingeschlafen ist alles. Guck mal, die Carbon-Motorhaube noch, ne? Pass auf, die schleifen das mal, die ist ja nicht mehr. Genau. Können Sie mal draufpacken, ne? Das hätten wir machen sollen, bevor wir. Das ist ab irgendwo. Stehen die Bolzen noch? Ja, klar, hier steht alles. Hier steht alles. Ja, jemand nimmt. Oben die stehen zwar nie, aber unten die waren das noch da. Genau. Das ist scheiße, Alter. Oh, guck mal, hier noch mit Dusi-Aufkleber. Das waren noch Zeiten. Ja, genau. Ja, krass.
Alter, guck mal hier, der fette Luftfilter noch hier alles. Geil. Boah. Aber jetzt mal zu dem Auto, Mario. Da kannst du, glaube ich, jetzt die besten Geschichten erzählen. Wie lange hier geschraubt wurde an der Karre, dass die lief, der erste R32 Kompressor. Ich muss ja mal dazu. Aber es gibt leider nicht viel Videomaterial dazu, ne? Du bist mal bei mir mitgefahren, kannst du dich erinnern? Das stimmt, ich hatte eine kurze Aufnahme von. Warte mal, die kann ich mal einblenden. Hast du die noch? Irgendwo bestimmt. Ja, ich guck mal. Suche erstmal so lange. Ja, ich such mal. Versuch mal die Haube abzumachen. Guck mal hier, das war unser erstes Wörthersee Grub & Burn 2014. Krass, oder? Geil. Da kann ich mal was einblenden. Ich blende mal ein Wörthersee Grub & Burn 2014. Das war eigentlich ganz geil. Das war eigentlich ganz geil. Mega. Schon, das, guck mal, alles noch rotes Carbon mehr. Hier war, das ist unglaublich. Als wirklich, und es gibt, das wäre so richtig was für RTL2 hier, der Scheunfund, Alter. Ohne Scheiß, der Trödeltrupp. Die finden doch immer, Alter, wo steht denn noch für eine Karre drinne? Der Trödeltrupp. Als nächstes macht sich Otto auf den Weg in die Scheune. Und ist geschockt, denn er steht in der Mutter aller Chaoshallen. Wow. Was hast du denn da für ein Schmuckstück stehen? Wo ist denn den her? Den habe ich früher immer selber gefahren. Ach, hör auf. Otto realisiert sofort, dass er hier vor einem potenziellen Schatz steht. Also sieht jetzt echt gerade so aus, ne? Ja, wirklich. Sag mal was, Mario. Wie fühlt sich das an, das Baby wieder zu sehen? Wenn ich so überlege, wie das alles angefangen hat, 2008 habe ich das Auto gekauft, glaube ich. Dann habe ich es echt daily gefahren, 2 Jahre, mit den krassen Umbauten. Ja. Da gab es noch keinen Stress mit der Polizei. Da bin ich noch Fächerkrümmer, Abgaslage, 4 Zoll gefahren. Das war schon krass. Wann ist das erste Video mit Tilt entstanden? Das 2010, glaube ich. Mit Luft. Meinst, das Video ging ja 10 Jahre. Brutal auch durch aber die Decke. Aber ich finde es mehr, die haben es, glaube ich, rausgenommen. Ich habe mir einen R32 gekauft, weil er von Natur aus schon perfekt aussieht. Man muss nichts verändern. Das sollten wir unbedingt einblenden. Zweite Sache ist, es fährt nicht jeder ein R32. Der Sechszylinder-Sound ist einfach brutal. Ja, genau, geil. Gänsehaut. Und dritte Sache ist einfach der Sechszylinder-Sound, der ist so brutal. Gänsehaut. Stimmt, diese Latschen, die du anhattest. Ja. Geil. Habe ich das dieselben an wie ich? Ja. Ja, krass. Krasse Scheiße, ey. Also, das Ding hast du damals mit David Fröhlich zusammengebaut, Mario. Mit David Fröhlich, ja. Und mit, nicht zu vergessen, Marcel Hane, ne? Ja, stimmt. Der hat mir den Motor gebaut, genau. Die Innereien getauscht und alles. Das war schon das erste Mal, dass ein Motor richtig gebaut wurde. Damals noch in Schobau, ne? In Schobau, ja. Aber jetzt mal so, zum Motor kommen, kurz mal detailliert, was war hier für Kolben original oder was, was ist hier gemacht worden? Ist original, aber alles Schmiedeteile. Wir haben die Originalverdichtung, deswegen alles original. No. Ansonsten ist ja eigentlich alles an diesem Motor gemacht. Ja. Also Kompressor war ein Rufkompressor, ne? Das war ein Rufkompressor, das ist noch einer der allerersten Generationen, der war mal beim Julian Sippel drauf, den kennt bestimmt, also der ehemalige Besitzer von Night Factor. Ja. Den kennt bestimmt niemand mehr, also das Auto, das ist so lange her. Und der Sound von dieser Karre. Das war wirklich, also ich muss sagen, der Sound war... 2, 3 Handyvideos kann man mal einblenden. Ja. Der Sechszylinder-Sound, der ist so brutal.
Und es kommt gerade, es gab ja nochmal eine Veränderung. Ich glaube, die allerletzte Soundstufe war ja, das war einfach infernalisch, wenn das Ding in also der Halle anging. Das letzte Prüfstandsvideo, was er beim HST gemacht hat, der hat quasi die Abstimmung gemacht, waren 512 PS. Ich hab noch ein Video mit einem Kaltstart aus der Halle auf dem Telefon. Aber ich denke, den Motor kriegen wir nicht mehr zum Laufen, weil ja E85 drin war und das Auto jetzt schon so lange stand. Ich denke schon. Dass das Auto erst mit der Motor müsste gespült werden und. Rick, ruf mal kurz den Steffen an, bitte. Aber ich bring wieder an. Moin, das ist wirklich. Aber wir haben, ich habe einige Sachen verkauft. Benzindruckregler ist weg. Also es müsste mal noch alles. Ich würde hier bei dem Motor würde ich erstmal gucken, wenn der jetzt bei Toni stand oder Blinkerrelais irgendwo in der Ansaugung ist. Kleiner Insider. Ansonsten wirklich ein geiles Ding. Was ist denn jetzt an dem Auto alles nicht mehr dran, was eigentlich mal dran war? Also Fahrwerk, wenn ich hier mal reinleuchte, ist ja Sitze. Fahrwerk ist noch drin. Ist noch. Fahrwerk ja. Drin. Ach, was war da für ein Fahrwerk drin? Oder ist? Rennsport. Was ist denn? Es fehlen die Bremsen, da waren Keramik drauf vorne hinten, R8. Das weiß ich noch. Mhm. Es fehlt Benzindruckregler, habe ich abgebaut. Dann der Ölcatch. Ölcatch-Tank ist raus, der stand hier drin. Genau, Ölcatch-Tank war hier drin. Wassermethanol ist, glaube ich, noch drin. Nee, haben wir auch ausgebaut, glaube ich. War eine richtige Einspritzung. Alles an damals, ja. Ansonsten, für. Das ist jetzt neu verbaut, das Porsche-Lenkrad. Ach ja, ich habe das Auto mal mit Tageszulassung gefahren. Die letzte Tageszulassung, 23.05.2014. Ich glaube, der hat uns letztes Jahr mal TÜV gekriegt. Halt einfach dein. Ey, kennt ihr die Adresse? Ja, Straße, Toni. Na, da haben wir noch gewohnt. Das war unser Gang. Der hatte dort zum Schluss noch TÜV gekriegt. So geil. Aber eigentlich, jetzt mal ohne Scheiß, steht das Auto gerade so da, wie wo wir das erste Corrado-Video gedreht haben, ne? Hey, vom MIVE-Event, ja. Warum drehen wir das Video? Natürlich, Mario will es noch nie, aber wir haben natürlich... Mario will es noch nie. Wir haben natürlich die Hoffnung, dass dasselbe passiert wie bei mir, den sich komplett rappelt. Ja. Ja. Ihr dürft mitentscheiden in den Kommentaren. Nee, genau. Also, wer ganz klar stimmt, wir machen das Ding wieder fertig, dann muss er's machen. Also Bock habe ich schon, weil ihr zwei Schwurtel mit der Scheiße angefangen habt. Weil das Ding auch einfach mega fett ist. Ja, optisch war das schon mega. Aber müsste man sich halt wirklich überlegen, ob man den direkt auf Turbo baut. Ne? Sind wir dann aber ganz schön VW-Audi-lastig unterwegs, ne? Naja, wenn jetzt keiner Peugeot hinstellt, was soll ich machen? Nee, komm, wir gucken mal hinten rein. Warte, sagen wir noch was zum Getriebe hier. Ach, das Armaturenbrett ist raus, das habe ich auch verkauft. US-Stoßstangen hatte der gehabt, US-Grill vorne, hinten und vorne, das ist alles verkauft worden. Weil das Auto ja eigentlich in Einzelteile verkauft werden sollte. Und dann haben wir uns entschieden, nichts mehr zu machen. Und dann ist das Auto hier gelandet. Und aber ansonsten... In der Prüfstation. Also die Vorbereitung für sequenzielles Schalten ist schon da. Also hier. Quasi alles, was die ganzen Viertelmeile-Jungs jetzt fahren, war damals schon 2014 bei dir drin, ne? Ja, das war damals auch richtig teuer. Und Getriebe war noch Seriengetriebe, aber mit geänderten Ritzeln drin. War ein 0,2M, was ja auch viele fahren.
Und ja, das, wie gesagt. Du bist ja auch relativ selten Räder gefahren, ne? Ich hab die OZ? Die OZ Super 4 Kater. 7,1 Kilo ein Rad. Das war krass. Waren das nicht 2 Vorderachsen sogar? Irgendwie? 2 R8 Vorderachsen, ja. Brutal. Und die habe ich über einen echt guten Preis über OZ gekriegt. Ja, ansonsten. Was haben wir hier hinten noch? Ein Handschuhfach, was da drin ist. Mal reingucken. Hey. Nichts mehr. Aber sieht aus wie neu. Jungs, er hat sogar Klima im Handschuhfach. Da sieht man wieder, dass Mario immer gerne die Kombination aus Optik und Leistung gemacht hat. Der scheißt einfach auf Leder und hat sich gedacht, komm, ich mache hier alles in Carbon. Also er hat quasi das rote Carbon, zieht sich das ganze Auto von vorne bis hinten, das ist wirklich unglaublich. Selbst die hintere Türverkleidung hier hinten drin, was Leder ist, hat der rot Carbon gemacht. Na eben. Oh, das war krass. Das war schon eine Ansage. Das war auch geil. Diese Einlässe hier, die habe ich damals in den USA bestellt. Lufteinlässe mit Anzeigen damals. Ach hier, ja. Da hat eine Anzeige schon 400 Euro gekostet, dieses Plasteteil. Das war damals so teuer. Ah, das waren Steckinstrumente waren da drin, ne? Steckinstrumente, also alles ist eigentlich vom Feinsten verbaut. Zum Glück. Dann haben wir hier die Vorstufe von Trockensumpfschmierung, diesen Ölkettstank. Da hier, mit der Blase drin. Hm. Ist eigentlich ziemlich geil. Benzinkettstank. Filter ist noch da, das ist eine 044 Bosch Spritpumpe und drunter. Ist natürlich viel zu wenig, eigentlich, also gerade für die Turbo-Jungs und so. Aber damals war das schon. Abgaslage ist noch dran. Das Herzstück. Efter und Fächerkrümmer, das war schon echt krass. Also, wenn ich mich so zurückerinnere. Heftig. Habe ich schon Bock. War das ein Fotograf? Nee, das war ein französischer Tuner, mit dem wir das allererste Mal bei VW Days waren. Ah! Hier, Low Familia. Low Familia, Alter, krass. Und, jetzt guck mal her, jetzt wisst ihr, warum ich Rolex eigentlich so lange schon kenne. Geil. Geil. Zieht's euch rein. Also, ich kenne Rolex schon sehr lange, also. Krass. Das ist heftig. Kann ich mich gar nicht erinnern, dass hier ein Aufkleber drauf war. Das ist alles so gewesen, diese Laschen hier. Ja, das ist der Feuerlöscher. Oh, Entschuldigung. Alles mit den Laschen war geil, wie beim Porsche. Diese Laschen, das war so teuer, das eine Lasche, glaube ich, ist ja Metall hier. Ich glaube auch 400 Euro kostet. Das war so viel Geld, ey, was in dieser Karre steckt. Aber das Geile war, es hatte halt wirklich damals niemand, ne? Nee, das Auto stand am Wörthersee und alle haben gegabt, also. Ja, aber eine ganz kurze Frage. Hatte der TÜV Toni? Ja. Wir seit einem halben Jahr abgelogen sein. Können wir den neu machen? Du hast aber gleich 4 Jahre gemacht. Du hast aber gleich 4 Jahre gemacht, ne? Aber wirklich, wirklich krass. Vor allem das Ding war ja damals, das Auto war ja eigentlich rot. Und Mario hat es ja nochmal komplett umlackiert, war ja original rot. Hinten sieht man das ja noch. War der rot foliert? Der war original rot. Nee, rot war hier. Ach, der war rot und dann aber rot matt foliert, ne? Matt foliert und dann nochmal lackiert in, was ist das, Silbergrau, Mario? Ja, das war Tornado-Rot. Das war mal früher Tornado-Rot. Na eben. Und dann in Silbergrau, ein bisschen abgeändert, mehr Silber drin. Also er war klar, Tornado-Rot, dann matt-rot foliert, da gibt es bestimmt noch Insta-Bilder. Ja. Dann Luftfahrwerk, Le Mans drauf, Abgasanlage, rote Innenausstattung, habe ich auf jeden Fall die Bilder noch. Komplett rot. Stimmt, da war ja alles beledert, ne? Alles rot. Die Carpo-Position waren sogar extra größer, die waren XXL, damit Mario reinpasst. Das war krass. Also die Karre hat wirklich so viel Geld und Emotionen gefressen, das war schon... Was hat es mit der 48 auf sich? Kann ich mir gerade. Da wart ihr mir noch gar nicht im Stall, Jungs. Nee, krass. Scheiße, ey. Ja, schon ein brutales Auto, ne? Man sieht auch die Motorhaube so leicht gemacht. Ja, zur Motorhaube kommen wir vielleicht auch noch. Das ist auch krass. Ich hab noch Schnellverschlüsse, 4 Stück. Mhm. Ist die komplett in Carbon? Nee, das ist eine Carbonhaube. Wir haben das untere Teil, das ist zwar Carbon hier, aber wir mussten ja, wir wollten ja vom Subaru WRX STI. Die den Lufteinlass haben, die Hütze, ne? damit hier der Wasserkühler genug Luft kriegt hier und der Fächerkrümmer, haben wir einfach dort die Uzi hier eingebaut. Find ich ziemlich geil, weil es sieht halt bullig aus von vorne. Ja. Hat der David echt gute Arbeit geleistet. Das Geile war halt immer, wenn du hinterher, das hat halt so rot rausgeglänzt, wenn es glühen würde. Ne? Komm, ich häng sie nochmal schnell auf hier. Steht sie nicht so im Weg rum. Nee, da haben wir vorsichtig der Staub. Ja, das sieht schon gullig aus, oder? Mhm. Ja. War halt immer das Problem, wenn es geregnet hat, hat es hier hinten auf die Zündspulen getropft und dann war es Feierabend. Das war am Wörthersee, genau. Ich habe auf jeden Fall noch eine Szene, da bist du auch ein Stück ohne Haube gefahren. Du warst mit dabei? Ja, ja, genau. Da hatte ich nämlich eine GoPro-Aufnahme von oben gemacht. Mal gucken, ob ich die noch finde. Das war, glaube ich, nur eine kurze Szene, aber...
Das war, wo wir zuletzt gefahren sind am See, das weiß ich, da war der RS4 in der Rot. Das war, glaube ich, 214. Und das Krasse ist, diese Scheiben, also meine Fenster und so, das ist alles noch von der ersten Generation R32, die sind leicht bläulich. Hier siehst du das auch noch, die gibt es ganz selten. Siehst du das? Ja. Die gibt es übel selten. Wusste ich gar nicht, dass es das gab. Ja, das ist schon geil. Neue Scheinwerfer gekauft. Das ist alles noch wie neu, ist wie ein Neubau. Geil. Also was müsste jetzt alles passieren, dass das Ding wieder läuft? Ja, man müsste erstmal an der Achse wieder was einbauen. Nicht, Toni? Letztes, wo wir das Auto her, also vor gefühlt einem halben Jahrhundert hierher transportiert haben, ist uns der Achsstängel weggebrochen. Der Radlager irgendwas ja, aus. Genau, deswegen haben wir jetzt hier so ein bisschen eingeschlitzt. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Dann, aber das ging dann zu rollen erstmal. Ach hier? Ja. Also theoretisch müssen wir bremsen im Fahrwerk, Radlager. Ja, Fahrwerk ist drin, es müsste erstmal eine Welle rein. Fahrwerk ist drin, aber ein Dämpfer war, glaube ich, im Arsch. Ich glaube vorne rechts. Ja, aber das ist ja nicht schlimm, um das Auto zum Fahren zu kriegen. Ja. Das ist ja in jeder Stadt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir es angehen sollten, das Ding. Wird aber ein längeres Projekt. Wird aber ein längeres Projekt. Weil, wie wir wissen, will es Mario am Ende wieder perfekt haben. Dann muss dann wieder alles passen. Ja. Und genau. Wissen, guck dein Video. Ja. Und wir wissen eins, Steffen hat er gerade zu tun. Und krass hier war, ich hatte hier so Schnellverschlüssel an der Stoßstange dran. Ja, stimmt, genau. Stimmt, das ist ja so Japan-Style, ne? Ja. Hatten die Drifter alle dran, damit die Stoßstangen nicht abreißen. Oder abreißen, damit sie schnell gewechselt werden können. Oder das, ja. Ich würde sagen, Felix, du gebührst dieser kleinen Scheunenleiche wieder mal einen richtig geilen emotionalen Porn. Ja. Ich will die Drehenkullern sehen am Ende des Videos bei Mario. Da brauche ich, brauch ich ja nur ein bisschen Brennnessel bei dir machen. Ja. Ihr müsst es aber freudig sehen, sonst wären wir ja nicht hergefahren. Nee, genau, das stimmt. Ja. Also von daher, mal gucken. Fett, aber geil, das Ding mal wieder zu sehen hier. Dann würde ich sagen, lass uns kleiner Video 2 machen, wovon Toni nicht weiß. Was machen? Ja, ganz genau. Gut, bis gleich zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss.